Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Während eine Solarpflicht auf Dächern diskutiert und teilweise schon umgesetzt wird, kommt einem anderen Thema bislang noch weniger Aufmerksamkeit zu. Die Begrünung von Flachdächern könnte ebenfalls einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Im Jahr 2020 waren jedoch rund 92% aller Flachdachflächen noch unbegrünt. Dabei ließe sich die Installation von PV-Dachanlagen gewinnbringend mit der Umsetzung von Gründächern vereinen. Welche Zukunftschancen haben Solargründächer in Deutschland? Welche Hindernisse stehen einem verstärkten Ausbau von Solargründächern entgegen? Und was müsste getan werden, damit schon bei Planung und Wartung bessere Bedingungen geschaffen werden? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Dr. Gunter Mann, Präsident und Geschäftsführer vom Bundesverband Gebäudegrün e.V. und Immanuel Schäfer, Projektmanager mit dem Schwerpunkt Energiewende bei der Bodensee-Stiftung. Hallo Herr Mann, hallo Herr Schäfer. Hallo. Hallo Herr Bücklein, guten Morgen. Können Sie sich vielleicht beide mal ganz kurz, beziehungsweise Ihre Verbände, den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht in ein, zwei Sätzen vorstellen? Vielleicht zunächst Herr Mann. Ja, gerne. Mein Name ist Gunter Mann, ich bin Diplombiologe. Habe über Tiere auf begrünten Dächern promoviert, ist schon ein Weilchen her, aber so lange auch bin ich in der Branche, fast 30 Jahre. Hat mit dem Bundesverband Gebäudegrün gegründet, der aus einer Fusion entstanden ist, aus zwei Verbänden. Und wir vom Bundesverband Gebäudegrün, den es eben seit 4 Jahren gibt, wir beschäftigen uns rund um das Thema Dachfassaden, Innenraumbegrünung, alles, was es so drumherum betrifft, mit der Zielsetzung, ein Positiv-Image, Wissenstransfer und so weiter für das Thema Gebäudegrün zu schaffen. Wunderbar. Der Herr Schäfer, der sitzt ziemlich in meiner Nähe. Ich bin in Konstanz, Sie sind in Radolfzell, stimmt's? Genau, ich bin jetzt seit 2 Jahren bei der Bodensee-Stiftung in Radolfzell und die Bodensee-Stiftung ist eine Umweltschutzorganisation, die gegründet wurde mit dem Ziel, ja, den Bodensee und die Anrainerstaaten sozusagen in den Umweltschutz für den Bodensee zu bekommen. Aber wir arbeiten seit 25 Jahren jetzt in diesem Thema und haben uns in viele Bereiche ausgebreitet, zum Beispiel erneuerbare Energien auf der einen Seite, aber auch Agrarwissenschaften. Mhm. Herr Mann, Sie haben es gehört im Intro, Solar ist in aller Munde, aber die Vorteile von begrünten Flachdächern für den Klimaschutz sind vielleicht nicht jeder Hörerin, jedem Hörer sofort bekannt. Vielleicht fassen Sie uns die doch einfach nochmal zusammen. Ja, wenn man an die Vorteile von Dachbegrünung denkt, dann ist es zum einen Klimaschutz und zum anderen Klimawandelanpassung. Also ich sehe immer beide Bereiche. Und wenn man noch den dritten Bereich Artenvielfalt, Artenschutz dazu nimmt, das sind so 3 Säulen. Mhm. Und beim Thema Klimaschutz ist es eher die indirekte Geschichte durch Schutz der Dachabdichtung, Verschattung, Kühlleistung und solche Sachen. Und Klimawandelanpassung, da haben wir Hochwasserschutz, wir haben die ganzen Kühleffekte und ja, eben dazu kommt noch das Thema Artenvielfalt. Herr Schäfer, da reden wir nachher bestimmt noch ein bisschen drüber, was das auch für die Bodenseeregion zu bedeuten hat mit der Artenvielfalt. Da sind wir sozusagen als Nachbarn des Bodensees beide dran interessiert. Aber erstmal eine Frage zur Photovoltaik. Wenn ich Flachdach höre, ich habe ja Solarzellen auf meinem Dach und die sind schön schräg gegen Süden ausgerichtet. Bei einem Flachdach weiß ich, glaube ich, ist die Photovoltaik schwieriger oder teurer? Wie ist das? Ja, zumindest muss man die Aufständerung mit betrachten oder in irgendeiner Form eine Befestigung der Dachanlage. Wenn es gut läuft, wird die Dachhaut nicht zerstört. Das heißt, die Aufständerung wird nur aufgelegt und ja durch Gewichte befestigt. Und das Schöne ist, wenn man dann diese Aufständerung nutzt, kann man eben auch gleich den Winkel bestimmen. Früher hat man viel Südausrichtung sozusagen belegt und heutzutage wechselt man vielleicht eher Richtung West-Ost, um den Eigenverbrauch vom Haus zu erhöhen, weil man dann morgens und abends die Sonne hat. Ja, genau. Wenn wir gerade bei dem Thema sind, jetzt ist es ein bisschen aufwendiger oder vielleicht einiges aufwendiger, die Flachdächer auch mit Zellen zu bestücken. Aber was sind denn die besonderen Chancen, Herr Schäfer, wenn man Photovoltaik und Dachbegrünung kombiniert? Ja, ich denke, wenn wir andersrum anfangen, erstmal ein Dach, das man voll belegen könnte. Wenn man das mit Photovoltaik voll belegen würde, würde man am Ende auch mehr Energie rausbekommen. Das ist unweigerlich so, wenn man weniger Fläche zur Verfügung hat, kann man einfach weniger produzieren. Dadurch, dass man aber eben mit dem Gründach dann noch die anderen Vorteile mitnehmen kann, sozusagen, die der Herr Mann schon beschrieben hat, bekommt man die Stromerzeugung sozusagen nur noch on top. Und dadurch hat man wirklich eine perfekte Kombination und eine perfekte Ausnutzung der Fläche für die Umwelt und auch für die Bewohner. Jetzt beeinflussen sich natürlich die Solarmodule und das Grün ja in irgendeiner Weise. Also mal ganz blöd gesagt, die Module machen ja Schatten. Ist das nicht schlimm, Herr Mann?
Schatten ist ein gutes Stichwort. Das ist eins der Argumente, bei dem viele gegen die Kombination Solar und Begrünung sind, weil sie Angst vor der Verschattung haben. Mhm. Von der Pflanzenseite aus braucht man keine Angst vor Schatten haben, weil die das Gründach durchaus abwechslungsreicher gestalten und damit auch artenreicher sein kann. Aber von der anderen Seite her müssen wir natürlich schauen, dass wir die PV-Module nicht verschatten. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten, das zu verhindern. Ob es aufgeständerte Module sind, ob wir Pflanzen auswählen, die nicht so hoch wachsen und eben auch nicht so einen hohen Substrataufbau wählen, oder ob wir vor den Modulen einen vegetationsfreien Kiesstreifen oder ähnliches lassen. Was heißt denn Dachbegrünung überhaupt? Was wird denn dann da drauf gepflanzt? Also ich hatte jetzt irgendwie immer an Rasen gedacht, aber Sie haben jetzt schon gerade ins Spiel gebracht, dass es verschiedenste Pflanzen sein können, richtig? Ja, also es gibt, fangen wir mal grundlegend an, es gibt eine extensive Dachbegrünung und eine intensive Dachbegrünung. Die extensive ist das einfache, naturnah, niedriger Aufbau, so etwa 8 bis 15 cm, und hat Pflanzen, die trockenheitsverträglich sind, wo man auch nicht Wasser zugeben muss, außer in der Anwuchsphase. Die kommen ohne Bewässerung klar, ist eher sehr naturnah, entwickelt sich ja auch eigenständig. Das sind eher Pflanzen wie aus dem Steingartenbereich heraus, also trockenheitsverträglich. Wir haben verschiedene Kräuter, wir haben auch Gräser. Der von Ihnen angesprochene Rasen, da denkt man an begehbaren Rasen, das wäre eine intensive Begrünung. Das wäre wie ein Dachgarten, ein Garten, den man nach oben nimmt. Der braucht eine Bewässerung, der hat einen höheren Aufbau, der hat Stauden, der hat Gehölze drin. Also richtig gartenähnlich, das wäre aber mit einer dauerhaften Bewässerung. Und für die Kombination würde man natürlich keinen Dachgarten wählen können mit hohen Pflanzen, sondern da würde man eher eine Extensivbegrünung wählen mit niedrigwüchsiger Vegetation und würde dann eher in dem Bereich von 8 bis 10 cm, 8 bis 12 cm Substrat sein und eher ein paar niedrigwüchsige Kräuter und Sedumarten haben. Und wie hoch sind dann die Solarpanels drüber? Da sagen wir, man bräuchte einen Mindestabstand von 20 bis 30 cm von Oberkante Substrat bis Unterkante PV-Modul. Herr Schäfer, die Sonne kommt ja noch auf die Module drauf, also von daher ist alles gut. Gibt es sonst noch irgendwelche Wechselwirkungen zwischen diesem Grün unter den Modulen und der PV-Anlage? Ja, Solarzellen sind ja leider bei hohen Temperaturen nicht ganz so leistungsfähig. Das heißt, auch die Kühlwirkung durch das Wasser, was gespeichert wird in dem Substrat und natürlich was ausgestoßen wird von den Pflanzen, kann eben zur Kühlung der Solarzellen beitragen und kann auch einen Effekt haben auf die Leistung der Solarzellen. Aber da sprechen wir vom Prozent- oder einstelligen Prozentbereich, denke ich. Na, zumindest ist mir schon aufgefallen bei meiner Solaranlage, dass der höchste Ertrag nicht unbedingt an einem heißen Augusttag ist, sondern durchaus mal im April oder im Oktober. Das könnte auch was damit zu tun haben, dass es da nicht so heiß ist und die Solarzellen mehr liefern. Ja, es gibt große Chancen aus dieser Symbiose der beiden Bereiche. Vielleicht gibt es auch Risiken oder vielleicht geht auch was schief und Sie können da vielleicht aus der Erfahrung berichten, was kann denn schief gehen, wenn man das macht oder wie macht man es nicht am besten? Wann geht was schief? Es geht dann was schief, wenn sich die verschiedenen Gewerke, das sind wirklich einige Gewerke, beteiligt an so einem Solargründach, wenn die sich nicht abstimmen. Das ist zum einen der Dachabdichter oder Dachabdichterin, also das Gewerk Dachabdichtung, die schon mal für eine wurzelfeste Dachabdichtung sorgen. Das ist die Grundlage für eine Begrünung grundsätzlich, natürlich auch in Verbindung mit PV. Dann haben wir das Gewerk Dachbegrünung, die den Gründachaufbau aufbringen. Und wir plädieren eben auch, dass die Solaraufständerung auf Last gehalten ist. Das heißt, die wird gar nicht mehr mit der Unterkonstruktion verschraubt, sondern die wird aufgelegt, aufgestellt auf die Dachabdichtung und bekommt durch das Gründach, das ja eh schon ein Gewicht, eine eigene Last hat, dann auch die Auflast, die Lagesicherheit. Und wenn das geschehen ist, kommt das Gewerk Solateur oder Solateurin, die dann die PV-Module oder Solarthermie-Module aufbringen. Und Elektrohandwerk spielt dann natürlich mit rein. Das sind so die drei Hauptpunkte. Und wir sehen idealerweise eigentlich dann, ja, womöglich den Architekten oder die Architektin so als die koordinierende Stelle in dem Ganzen. Wir haben es aber schon oft genug erlebt, dass die Gewerke nicht voneinander Bescheid wissen, vor allem der Begrüner und Begrünerin und das Elektrikhandwerk mit den PV-Modulen, dass die zu spät voneinander Bescheid wissen. Dann werden eben dann die Abstände, die wir vorher mal benannt haben, nicht eingehalten und dann haben wir solche Verschattungsgeschichten, wir haben zu hohe Vegetation und ähnliches. Also wenn da die Absprachen fehlen, dann funktioniert es oftmals nicht. Und was kann dann im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall hat man Ost-West-Module ohne Abstand auf einer Begrünung liegen.
Und die wächst natürlich munter, als wenn es keine PV-Module gäbe. Und die sind so eingewachsen, dass man die Module nicht mehr sieht. Okay. Und womöglich auch so eng bestückt, dass man gar nicht zur Pflege rankommt. Also der schlimmste Fehler, den wir immer wieder sehen, ist tatsächlich, es gibt eine bestehende Begrünung. Und vor lauter Panik, man müsste jetzt noch PV drauf machen, legt man wirklich einfach nur PV-Module aufs Dach, auf die Begrünung drauf. Mhm. Und das kann nicht funktionieren. Okay. Also ohne diesen Abstand, den man hält und auch Platz zwischen den Modulen lässt. Man braucht auch Platz für Wartungsgänge und Pflegegänge. Nicht nur, um die Module auch ab und zu mal zu säubern, sondern man muss ja auch die Pflanzen pflegen können und schneiden können. Mhm. Und diesen Platz zwischen den Reihen, den brauchen wir. Und das sind so die größten Fehler, dass Abstände zwischen den Reihen als auch Abstände Modul zur Oberkante Substrat nicht eingehalten werden. Herr Schäfer, ich bin nochmal beim Stichwort Biodiversität. Ich stelle mir jetzt gerade so ein Dach vor, auf dem schöne Kräuter und Blumen wachsen und die Hummeln drin rumsummeln und so. Da stelle ich mir dann die Photovoltaikmodule eigentlich fast eher ein bisschen störend vor. Können die tatsächlich was dazu beitragen, die Biodiversität weiter zu erhöhen? Oder sind die eigentlich eher so, naja gut, machen wir halt auch noch, damit wir noch Strom kriegen, besser wäre es ohne? Natürlich ist es keine, gewachsene Umgebung für die Tiere, sondern es ist natürlich was Künstliches, was da reingebracht wird. Aber grundsätzlich ist eben so ein Schatten aus verschiedenen Richtungen sozusagen für die Tierwelt ja auch was Gutes, weil sich unterschiedliche Pflanzenarten, die sich anders angepasst haben, anders entwickeln, sozusagen je nach Standort. Dadurch habe ich wieder eine größere Vielfalt und dadurch hoffentlich auch wieder eine größere Vielfalt von Tieren. Okay, also die Beschattung hat auch Vorteile und kann auch was nützen für die Biodiversität. Jetzt ist es ja so, wir haben noch nicht sehr viele begrünte Flachdächer, wie wir vorhin gehört haben. Ist das denn eine Sache, die nur für Neubauten jetzt interessant ist oder ganz im Gegenteil? Müssen wir alle vorhandenen Flachdächer begrünen? Herr Schäfer, vielleicht können Sie dazu was sagen. Ja, soweit ich weiß, muss so ein Flachdach regelmäßig überprüft oder neu gemacht werden, wieder neu hergestellt werden. Und wenn man jetzt natürlich so ein 10 Jahre altes Dach hat, das nochmal 10, 15 Jahre hält, ist es jetzt schwierig zu sagen, man muss da jetzt ein neues Dach drauf machen, ein neues Gründach mit PV. Aber andererseits, wenn jetzt gerade so eine Erneuerung ansteht, dann sollte man schon die Chance ergreifen und ja, so ein Gründach mit Solar zu installieren, weil man dann einfach die Fläche, die man vorher zubetoniert hat mit dem Haus, plötzlich wieder der Natur zurückgeben kann und durch die Solaranlagen noch dem Klima etwas Gutes tun kann. Also besser geht's eigentlich gar nicht mehr. Es ist natürlich etwas teurer, bestimmt teurer wie ein Kiesdach. Man hat aber die ganzen Vorteile, die da eben eine Rolle spielen. Und deswegen wäre es auch schön, wenn man da vielleicht eine Förderung von der Stadt bekommen könnte, weil die Stadt oder zumindest die Bewohner der Stadt dann am meisten davon haben. Also die Kühlung durch das Dach wirkt sich ja nicht nur auf das Haus selber aus, sondern auch direkt an die Nachbarschaft sozusagen. Und das kann bestimmt dazu beitragen, auch eine ganze Stadt etwas runterzukühlen. Das wollte ich gerade fragen. Sie sprechen nämlich die Wirtschaftlichkeit an. Also der Vorteil durch einen vielleicht etwas höheren Ertrag, durch die Begrünung in der Photovoltaik, gleicht vermutlich nicht die Mehrkosten aus, die dafür nötig sind. Richtig? Die Mehrkosten für die PV, also ich würde das gerne trennen. Also die PV und das Gründach selber sind zwei unterschiedliche Systeme, die man getrennt betrachten kann. Man kann ja die Photovoltaik auch nur auf dem Flachdach stellen und hätte die gleichen Kosten, vermute ich. Auch da wäre eine Aufständerung nötig, auch da wäre eine Ausrichtung je nach Himmelsrichtung nötig, eine Befestigung, also irgendeine Beschwerung des Systems wäre nötig. Das heißt, durch das Gründach hat man eigentlich keine Mehrkosten bei der PV. Etwas bei der Planung natürlich, bei der Berücksichtigung. Was dann dazu kommt, ist vielleicht auch die Pflege, die etwas teurer ist, weil man vielleicht nicht mehr alles mit Maschinen bearbeiten kann, sondern vielleicht mit Hand dran muss, weil man schmalere Wege hat, die man gehen kann oder sowas. Das kann ich mir vorstellen, dass es da sozusagen Mehrkosten im Pflegebedarf des Gründaches gibt durch die PV-Anlage. Ja, Hermann, vielleicht können Sie dazu noch was sagen, weil ich habe hier so einen Anbau, der so einen Turm hat. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie groß dieses Flachdach ist, ja, aber begehbar, puh. Und wenn ich mir vorstelle, ist das so? Muss so ein Flachdach dann so sein, dass ich da regelmäßig drauf kann? Ja, also jedes Flachdach, egal ob begrünt oder nicht begrünt, muss so sein, dass ich dort zur Wartung drauf kann. Also auch ein unbegrüntes Dach muss ein- bis zweimal im Jahr gewartet werden. Man schaut danach, ob die Entwässerung funktioniert und einfach macht Sichtkontrollen. Wenn es vernünftig geplant ist und ausgeschrieben ist, macht es jeder Dachdecker und Dachdeckerin bei jedem Dach. Das heißt, da muss ein Zugang sein, es muss eine Absturzsicherung vorgesehen sein. Das ist unabhängig vom Gründach. Beim Gründach
wird man vielleicht in Kombination mit dem Solar tatsächlich ein, zwei Pflegegänge mehr haben. Bei einer normalen Extensivbekundung wird man einmal im Jahr drauf gehen, vielleicht zweimal, wenn man eine PV-Anlage mit dabei hat, wird man sicherlich zwei bis dreimal drauf gehen, um Verschattungen eben einfach im Keim zu ersticken und zu mähen. Und wenn man nochmal an die Kosten denkt, vielleicht mal kurz danach noch eine Ergänzung. Ich sehe immer diesen riesen Vorteil, nicht nur an den paar Prozent Ertragsersteigerung, die wir durch die Verdunstungsleistung rausholen, sondern, wie es der Herr Schäfer angesprochen hat, wir haben diese vielen Lebenserhaltungsfunktionen über das Gründach. Und was ganz wichtig ist, wir haben den Schutz der Dachabdichtung. Man stelle sich mal heutzutage bei Extremtemperaturen, die wir durch den Klimawandel noch verstärkt haben, und den Hagel, den wir haben, mittlerweile in Tennisballgröße, vor bei einem PV-Dach ohne Schutz einer Dachbegrünung. Okay. Da kann man sich vorstellen, wie lange diese Dachabdichtung hält, nämlich nicht lang. Und die Begrünung ist ein schönes Schutzpaket und die hat dann tatsächlich geldwerten Vorteil, weil die Dachabdichtung doppelt so lang oder noch lange hält durch die Begrünung, als wenn keine Begrünung da wäre. Und ich möchte den Dachdecker oder Dachdeckerin sehen, die Spaß dran haben, bei einem reinen PV-Dach ohne Gründach die Dachabdichtung nachzubessern, weil die ja gar nicht rankommen durch die Module. Ja. Also von dem her, dieses Schutzschild Gründach bekommt eine ganz andere Dimension. Sie haben mich schon ein bisschen durchaus überzeugt. Das haben wir schon zwei Argumente. Abgesehen davon, dass man natürlich was für den Klimaschutz tut, für die Biodiversität und so weiter. Die andere Frage ist vielleicht nochmal nachgefragt, wie groß ist denn sinnvollerweise so ein Flachdach? Vielleicht ist das, was ich da oben habe, auch einfach zu klein. Vielleicht ist das einfach nur ein flaches Dach, aber kein Flachdach. Die Frage nach Mindestgröße ist immer relativ. Es ist schon schwerer, ein kleines Dach im privaten Wohnungsbau, die ja oftmals 20 bis 100 Quadratmeter vielleicht haben, in Kombination zu machen, weil man da relativ eng bestückt und dann auch relativ wenig Grünfläche hat. Je größer die Fläche ist, mit 1000 Quadratmeter bei Industriegebäuden oder ähnliches, da habe ich ja ganz andere Möglichkeiten. Da muss ich gar nicht so eng machen, wenn ich auf Eigenbedarf gehe, kann mehr Abstände lassen und kann dann auch wieder größere Grünflächen schaffen, was wiederum für die Tierwelt besser ist, als wenn es ganz bestückt mit PV wäre. Also je kleiner die Fläche, desto schwerer wird es natürlich dort, diese Kombination auch für beide Seiten gerecht umzusetzen. Wenn es dann jemand umsetzt, Herr Schäfer, dann muss er ja natürlich privates Geld investieren sozusagen, wie das immer so ist in dem Bereich oder oft so ist, um eigentlich auch was für die Allgemeinheit zu tun. Kann man sagen, ist gut, die es haben, die sollten es machen. Aber wie könnte man es attraktiver gestalten, dass sie es noch mehr vielleicht leisten, dass auch der Unternehmer, der sagt, hey, das lohnt sich jetzt für mich, eine Photovoltaikanlage aufs Dach, dann kann ich jetzt gerade bei den Strompreisen, ich glaube, sie sind gerade bei uns verdoppelt worden, da lohnt sich das vielleicht, aber wie kann man es attraktiver machen, dass er sagt, hey, und wenn ich jetzt mein Flachdach mit Photovoltaik belege, dann mache ich auch noch ein Gründach drunter? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil die Photovoltaik selbst eigentlich sich irgendwann amortisiert, je nachdem, ein bisschen früher, ein bisschen später, wie groß die Anlage ist, wer sie plant und wann er sie gerade baut, jetzt gerade oder vor zwei Jahren. Das Gründach kommt dazu natürlich noch on top. Ich denke, so ein Gründach ist deutlich teurer wie ein Kiesdach, allein weil die Planung ein bisschen schwieriger ist und die Planung dann mit der Photovoltaik dazu. Deswegen wäre wahrscheinlich jemanden, der diese Planungsleistung unterstützt oder eben eine Förderung für diese Planungsunterstützung, fände ich eine tolle Idee, sodass jemand, der ein Haus hat und eben eine Dachfläche hat und nicht wirklich weiß, was er damit anfangen kann, eben einen Ansprechpartner hat bei der Stadt, der ihn dann vielleicht an einen Experten weiterleitet und der das Projekt dann mitbegleitet, vielleicht sogar von Anfang bis Ende, wie ein Architekt, in dem Beispiel von meinem Mann, dann wäre er auf der sicheren Seite und hat eben immer einen Ansprechpartner dafür. Und wie gesagt, die Photovoltaik selbst, die amortisiert sich wahrscheinlich nach 10 Jahren auch auf einem Flachdach. Ja. Das ist ein guter Gedanke, Know-how zu stiften, statt irgendwie wieder eine Prämie, wo man wieder irgendwas abgezogen ist und weniger zahlen muss. Vielleicht ist es tatsächlich schon genug, wenn man versteht, wie es funktioniert und sicher sein kann, dass es gut gemacht wird. Herr Mann, Sie haben vorhin den Architekten ins Spiel gebracht. Das erinnert mich daran, ich hatte kürzlich Gespräch mit Handwerkern. Da ging es um den Bereich Wärmepumpe, Heizung. Und da ist das Problem ja ganz ähnlich, dass eigentlich viele Gewerke bei so einer Photovoltaik-Wärmepumpe-Lösung zusammenspielen müssen, die normalerweise nicht zusammenspielen. Also in dem Fall Dachdecker, Installateur, Elektro, Sanitär, alles Mögliche. Und der Handwerker hat mir gesagt, naja, die Architekten seien da eigentlich nicht die gute Lösung. Es bräuchte eher sowas wie so ein, ja,
ein Berater für erneuerbare Wärme- und Energietechnik, also praktisch einen ganz neuen Beruf. Wäre das auch was, was man brauchen könnte für diese Kombination Solar-Gründächer? Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt selbst noch nicht sicher. Uns ist schon klar, wir brauchen jemanden, der die Führung übernimmt. Ich hätte spontan gesagt, es sollte nach wie vor beim Planenden sein, der aber natürlich eine Zusatzausbildung braucht. Also einfach nur das dem Architekten oder der Architektin das so per se überlassen, ist vielleicht zu viel verlangt, sondern auch da muss es dann eine Zusatzausbildung im geringen Maße geben. Ich sehe das aber auch so, dass Dachdecker und Dachbegrüner auch schon relativ eng zueinander sind, oftmals im Arbeitsverhältnis auch eng zusammenarbeiten. Mhm. Auch da könnte einer die Führung übernehmen. Ich denke, das wird sich die nächsten Jahre herauskristallisieren. Deswegen kann ich noch gar nicht sicher sagen, was am besten wäre, aber wichtig ist, dass jemand die Führung übernimmt. Okay. Ich hätte vielleicht noch kurz eine Ergänzung zu dem Thema, was wir vorher hatten mit den Förderungen. Und es passt auch ein bisschen zu der Beratung. Wir machen ja jährlich unseren Marktreport Gebäudegrün, den BUG Marktreport Gebäudegrün. Da fragen wir auch alle Städte jährlich ab. Es sind 193 Städte in Deutschland, die mehr als 50.000 Einwohner und Einwohnerinnen haben, wie die Dachbegrünung oder auch Fassadenbegrünung direkt fördern, direkt bezuschussen. Und das machen tatsächlich fast die Hälfte dieser größeren Städte, geben Fördergelder für Dachbegrünung, vorrangig im privaten Wohnungsbaubereich. Und die bieten auch oftmals mit an eine Erstberatung. Also da hätten wir schon auch mal den Erstberater mit drin, mehr oder weniger stark, manchmal von der Stadt. Zum Teil übernehmen wir auch als BUG das als Dienstleister für Städte. Mhm. Und dann bringen wir solche Themen dann schon rein und haben dann vielleicht dann auch nochmal den richtigen Dachdecker oder Dachdeckerin mit drin oder Energieberater oder sonst wie. Also da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Aber Handlungsbedarf herrscht trotzdem sehr. Beratung, Unterstützung sind Dinge, die auch von der Politik aus gesteuert werden können. Vielleicht zum Schluss. Wir haben jetzt ja die Solarpflicht in Baden-Württemberg oder wird auch schon anderswo umgesetzt oder diskutiert. Wäre denn eine Flachdach-Solar-Grünpflicht vielleicht ab einer bestimmten Größe Ihrer Meinung nach eine wichtige oder zielführende Maßnahme? Ja, ich denke, es gibt ja schon Städte mit Gründachpflicht. Wenn man das noch kombiniert mit der Solarpflicht, die ja teilweise auch schon da ist, hätten wir ja die Pflicht schon da. Man müsste es eben nur noch kombinieren. Und ich denke, das ist sinnvoll, absolut. Ich bin für die Pflicht. Das wird einfach vieles erleichtern in Deutschland, weil sonst kriegen wir unsere Dächer nicht voll und wir brauchen volle Dächer. Also mit Gründach und PV. Herr Mann, sehen Sie auch so, Sie nicken. Ja, nein, sehe ich auch so. Also wir sehen an unseren Umfragen, wir haben im Jahr werden ungefähr bei uns 9 Millionen Quadratmeter, also im letzten Jahr sind 9 Millionen Quadratmeter Gründach umgesetzt worden. Das sind nur 10% der Flachdachfläche. Und von diesen 9 Millionen Quadratmeter waren in etwa 72% extensive Dachbegrünung, also von der wir jetzt auch in Kombination potenziell mit Solar sprechen. Und diese 72% extensive Dachbegrünung werden meiner Meinung nach wiederum fast ausschließlich über Bauauflagen generiert. Mhm. Also die Quote, freiwillig extensive Dachbegrünung zu machen, vor allem auf großen Hallen oder ähnliches, die ist ja relativ gering. Okay. Und von dem her hat sich eine Pflicht dort bewährt und in Kombination PV und Begrünung sehe ich das auch so. Und wir gehen aber noch ein Stück weiter. Und wenn es keine Pflicht ist zu begrünen, würden wir gern sehen, dass die Bundesregierung Fördergelder oder Zuschüsse in großer Höhe gibt und das Gründach eben mit zu finanzieren. Mhm. Wer es freiwillig macht und Solargründach macht, der muss richtig gefördert werden über das Material, den Einbau und sogar noch ein bisschen, wir hätten gerne noch 3 Jahre Pflege mit dabei, weil das Thema die Angst vor der Pflege ist nun mal ein großes K.O.-Kriterium. Ja, zum Wohle nicht nur von Insekten und Vögeln, sondern natürlich von uns allen. Gerade mit zunehmender Klimaerwärmung können wir die feuchtigkeitssammelnden und kühlenden Elemente in den Städten auf jeden Fall gut brauchen. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Wenn Sie, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, Interesse an dem Thema haben, Sie finden den Bundesverband Gebäudegrün unter www.gebäudegrün.info und die Bodensee-Stiftung unter bodensee-stiftung.org. Ganz herzlichen Dank, Herr Schäfer. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Und auch Ihnen, Herr Dr. Mann, ganz herzlichen Dank und Grüße nach Berlin. Vielen Dank, Ihnen auch alles Gute. Ja, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast wieder Freude bereitet, Sie gut informiert und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Musik
Die neuesten Trends, Entwicklungen und Geschäftsmodelle der Solarbranche finden Sie auf der Intersolar Europe, der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft, vom 14. bis 16. Juni 2023 in München. Alle Infos zur Messe, Konferenz sowie aktuellen News und Publikationen finden Sie online unter www.intersolar.de.